Hör auf! Ich bring dich um! Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt soll noch runterspringen. Abby! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich habe da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Oh, toll. Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Der Typ ist echt verrückt. Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Damals scheint das Aquarium wohl noch voll gewesen zu sein. Wenigstens sieht das so aus. Was für ein Ort! Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe! Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Sie haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Doch, Robben haben Punkte, das stimmt. So ähnliche wie Dalmatiner, so ähnlich. Vielleicht nicht komplett über den ganzen Körper, aber die haben welche. Gesprenkelte Punkte. Die,
Fell und so, oder Haut, oder wie auch immer das bei Robben genannt wird. Da liegt Abby vollkommen falsch. Robben haben Punkte. Ich hatte die eine oder andere, vielleicht keine, aber welche die welche haben. Ich habe zwar auch noch keine Robbe in Natura gesehen, aber genug Dokumentation. Hilf mir mal damit. Yep. Und hopp. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Jo. Das ist er. Er ist wirklich ein Spinner. Okay. Sind hier irgendwelche Objekte vielleicht hier versteckt? Man sich dumm und dämlich suchen. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier was. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Gleich. Wir schauen uns das gleich an. Das muss wohl weg. Ja. Ich dachte, das würde nicht rosten. Eine Tiershow? Sehe ich wie eine gepunktete Robbe aus? Sie hatte Punkte. Hier können wir nicht tauchen. Sehen, was wir drin finden. Mhm. Oh, oh. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Hm. Aber sonst ist hier nichts drin. Ein Proviant, eine Munition oder sonstiges. Von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Okay. Hab's. Okay. Scheint es wohl nichts zu geben. Und das ist ein nichts, was man sammeln kann. Hier auch nicht.
eine Fernsehkamera oder eine Übertragungskamera oder sonst was. Dann gucken wir mal uns mal weiter um. Meinst du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Gibt's hier Fische? Ja, dann sind sie nicht mehr drin. Wohl mit dem Meer verbunden sind? Möglich. Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also. Und die. Wie ist das Glas? Da ist ein Aquarium im Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist deine Arsch. Kein guter Start. Ein guter Start. Ah. Was für ein Trip. Pennys Junggesellenparty. 2013. Gibt's hier was? Nein, hier ist ein gar nichts. Oh, hier ist ein Zettel. Wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Diese Partien kaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beiden sicher seid. Für ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm, Dad. Oha.
Oh ja. Eieieiei. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Okay. Max sein Platz. Max Place. Max Spielecke. Von Play Place oder wie auch immer das auf Englisch heißt, steht ja nicht. Also irgendwas, da steht nur Place. Versperrt. Okay, vielleicht nicht aus gutem Grund. Vielleicht aus gutem Grund versperrt. Wer weiß. Ja, ne, irgendwie nichts Gutes. Hier lang. Ja, mal sehen, was wir oben finden. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Okay. Okay. Hier waren sie auf jeden Fall. Hier ein Zettel. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst. Aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann sich zu verhalten. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die stärken Charakter wie dich unterstützen kann. Und Max, erst recht, er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Wir führen dich. Führe dich. Sieht nach Scars an, oder? Ja, das hört sich eindeutig nach Scars an. Drei Kinder, Vater und Mutter. Da unten waren nur der Vater und 2 Kinder zu sehen, ne? Oder war die Mutter, das Bild von der Mutter nur überwuchert? Oh Gott. Okay. Ja, wer war das? Die Mutter oder das der Vater? Unser Kapitän ist? Ach, der Shit. Vater. Okay. Bad. Ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang hier in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihren Schmerz. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen. Sie rächen sollen.
Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche findet wir die wahren. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur am diesen blöden Stuhl rumsitzt. Auf dem blöden Stuhl rumsitzt. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Wie lange die Kinder wohl schon weg sind, wenn der Vater da gestorben ist. Ich verhungert. Ah, jetzt weiß ich schon, wo er hin will. Darum auch das Bild der Mutter, das fehlte. Weil die Mutter erschossen wurde und deswegen nur Vater, Tochter und Sohn, ne? Gut, dann wollen wir mal gucken. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft! Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Das zweite Meer, Ausstellung. Okay, hier ist aber rein gar nichts. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße. Hoffentlich nicht. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja.
Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Dann sind sie wieder Gas in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Ja, ja. Wenn man nur von Rache gebeutelt ist, alles andere ins Nichts und alles zerbricht. Aber wenn sie nicht von Rache zerfressen wäre, wäre die Beziehung gleich anders verlaufen. Okay. Wollen wir mal zum Aquarium. Mal sehen, was wir vorfinden werden.